Ihre türkischen Gesprächspartner haben ein anderes Problem, aber auch ein Identitätsproblem. Sie können sich mit der Gesellschaft, in der sie jetzt leben, aus vielen Gründen nicht identifizieren, weil sie ganz anders ist. Obwohl sie hier geboren und Ja, das aufgewachsen ist, sind. ja, also wenn Sie mal in Amerika die Einwanderungsgeschichten von Einwanderern sehen, werden Sie feststellen, das war in der dritten, vierten Generation, hat sich das verloren. Außerdem ist es so, Einwanderer klucken zusammen. Das heißt, sie gehen nicht voll auf in der neuen Region, weil das viel zu gefährlich ist. Dann haben sie nämlich überhaupt keine Grundlage. Also halten Sie die Grundlage. In der zweiten Generation geht es ein bisschen besser. In der dritten verliert sich dann diese ehemalige Bindung, weil neue Identitäten entstanden sind. Das Schwierige, gerade auch in den türkischen Familien so, ist, dass zu dieser Identität ein hochentwickeltes Familiendenken gehört. Ja, und sie kommen jetzt in ein Land, wo die Familie einen ganz niedrigen Stellenwert hat, gesellschaftlich. Also die Auflösung der Familie oder die Nicht-Auflösung, die Alleinerziehenden und Nicht-Alleinerziehenden, ist unter Familiengesichtspunkten kein großes Problem mehr. Das war es in meiner Jugend noch, aber ist es nicht mehr. Und jetzt treffen Sie auf andere Mentalitäten, und zwar in dem Raum, in dem Menschen eigentlich am ehesten ihre Beheimatung finden, in der Familie und in den kleinen Lebenskreisen. Die kleinen Lebenskreise bilden sie dann eben auch ethnisch. Das bedeutet aber im Kontrast zu der Umwelt, Identitäten sind ja Anderssein. Und im Kontrast zu dieser Umwelt ist es sehr schwer für sie, nun gleichzeitig eine Identität mit dieser Umwelt zu entwickeln. Aber es laufen ja einige rum und sagen, wir werden die jetzt integrieren. Wie integrieren die jetzt? Das ist, wissen Sie, das ist mechanistisch gedacht. Sie können Kinder integrieren, ist sowieso ein schlechtes Wort. Sie können sie einbeziehen und ihnen die Möglichkeit geben, sich in der neuen Welt zu entwickeln. Aber das muss ganz anders gehen. Es muss allerdings auch, und das werden Sie in der amerikanischen Integrationszeit, als eine große Einwanderung nach Amerika kommt, auch sehen, eine Bereitschaft sein, die neue Ordnung zu wollen. Und das ist der große Unterschied zwischen Amerika und Europa. Die Menschen, die nachher nach Amerika gingen, gingen von Europa weg, weil sie in diese neue Ordnung wollten, die sie als freiheitlich empfunden haben. Und deshalb haben sie sich von unten nach oben aufgearbeitet, nicht nur ökonomisch, sondern im integrierenden Sinne, gegen große Widerstände im Übrigen. Hier in Deutschland stößt die Integration aus ganz anderen Gründen auf Widerstände. Das sagen die schon vorhanden, schon hier Lebenden, und die leben eben 1000 Jahre hier und länger, mit ihrer Geschichte und so weiter. Ihr müsst jetzt werden wie wir. So kann ich keine Identität begründen. Der entscheidende Grund ist, kann man allerdings sagen, das müsst ihr machen, ihr müsst die Sprache lernen. Denn wenn er die Sprache nicht könnt, könnt ihr uns auch nicht richtig verstehen. Sie haben ja jetzt nicht aufgehört. Ich habe beim letzten Mal Heiner Geißler interviewt und ich habe gesagt, Sie sind jetzt ein bisschen so 50 Jahre älter als ich. Da habe ich gesagt, er ist derselbe Jahrgang wie Sie, das wissen Sie sicher. Aber selbstverständlich weiß ich das. Wir haben eine ganze Menge aus dem Jahrgang 30, die ich kenne. Ich habe gefragt, ob ich dann auch noch um einen Rat bitten darf. Ich bin ja Südländer und dann fragt man die Älteren doch um Rat. Sie forschen jetzt über den demografischen Wandel und die Leistungsfähigkeit Europas. Was haben Sie da vor? Also, Zunächst mal der heißt, Rat ist, den Sie geben zunächst, können, wo können wir als Europa haben hin? wir langsam. Forschen heißt zunächst mal fragen, was ist. Die meisten Leute heute fragen nicht mehr, was ist, sondern wie soll es sein? Und wenn es nicht so ist, ist es ein Problem. Es gibt den schönen Satz aus der amerikanischen Studentenrevolte: If theory doesn't fit the facts, too bad for the facts. Oder in Deutsch: Wenn die Theorie nicht mit dem Wirklichkeit übereinstimmt, hat die Wirklichkeit Pech gehabt. Also wir müssen zunächst mal nach der Wirklichkeit fragen. Und die Wirklichkeit ist, dass wir kein deutsches oder europäisches, sondern ein weltweites demografisches Problem haben. Das haben wir nur noch nicht verinnerlicht. Als ich geboren wurde, war die Weltbevölkerung rund 2 Milliarden.
Jetzt bin ich 82 und die Weltbevölkerung ist 7,2 Milliarden. Was heißt das? Das heißt, dass die Bevölkerung sich fast im Begriff ist, sich zu vervierfachen. Aber unser Globus wird nicht größer. Und kein Mensch hat niemand hat eine historisch bedingte Erfahrung, wie man damit umgeht. Wir haben hier einen Geburtenrückgang seit den 70er Jahren. Also ihre Jahrgänge sind schon davon betroffen. Der bedeutet, dass auf, ich sage es jetzt mit Kinder und Enkel, meine Kinder, die Mitglieder alle Teil der geburtenstarken Jahrgänge sind, drei von diesen haben zwei Nachfolger. Das heißt, auf drei Ältere kommen zwei Jüngere. Allein das ist ein Riesenproblem. Gleichzeitig haben die geburtenstarken Jahrgänge, die ja heute im Wesentlichen die Regierungen stellen, eine zugelassen oder gewollt oder wie auch immer, jedenfalls sie haben es tätig begleitet, dass die Last, die Hypothek, die auf den Nachwachsenden liegt, viel größer ist als die Hypothek, die auf ihnen lag, als sie erwachsen wurden. Da war Deutschland praktisch nicht verschuldet. Es war eine ganz andere Haltung, andere Stabilität, auch andere Regeln, andere Vorstellungen. Man kann die Werte definieren, wie sie will, aber es waren immerhin Werte, die das Land hochgebracht haben. Und jetzt treten sie in eine Gesellschaft ein, und wir sehen das in Europa mit großer Dramatik, die sich im Wesentlichen ökonomisch definiert. Ich habe eine Werbung, 30% weniger für irgendein Produkt ist 100% mehr Glück. Alleine der Umstand, dass sich jemand 100% Glück ausdenken kann, bedeutet ja, das Glück kann ich messen. Und dann auch noch in Bezug auf einen so frivolen Zugang wie ein Rabatt. Das wird als völlig normal angenommen. Da hat niemand was dagegen, weil niemand mehr merkt, was da eigentlich passiert. Diese Ökonomisierung verdrängt alles das, was Deutschland und was Europa, einschließlich Deutschland, eigentlich kostbar macht. Die Geschichte, die Kultur, das geistige Leben, das Denken und so weiter und so weiter. Ihr Geburtsland oder jedenfalls Ihr Heimatland hat sich bei den Deutschen die Gesetzbücher geholt und vieles andere mehr, nicht nur die Technik. Sie haben gewissermaßen über Deutschland das europäische Recht, das römische Recht, antizipiert, was sie nicht kannten. Das sind unglaubliche Veränderungen, die da stattgefunden haben. Das ist Integration. Und zwar nicht Integration von oben, sondern Integration durch die geschichtlichen Prozesse. Es ist ein wundervolles Buch erschienen, in meinen Augen, von einem Professor Weber mit 2 E, mit dem Titel Hellas sei Dank. Mhm. Der beschreibt mal, was Europa alles von Griechenland bekommen hat über die 3000-jährige Geschichte und wo die Griechen in unserer Kultur weiterleben. Und er tut das, um die Griechen vor der reinen Ökonomisierung der Probleme zu schützen. Dankeschön, Herr Biedenkopf. Zum Schluss nenne ich immer noch 3 Begriffe und bitte um ganz kurze Assoziationen. Erster Begriff, Georgetown. Meine akademische zweite Heimat. Zweitens, Dresden. Da bin ich jetzt zu Hause. Drittens ist schwer, Liebe. Was wundervoll ist, wenn man so eine Frau hat wie ich. Ich danke Ihnen für das Gespräch und ich hoffe, wenn Sie jetzt demnächst so anfangen mit Ihrer Arbeit, dass wir ab und zu vielleicht mal drüber reden. Ich habe nichts dagegen, mir gefallen Sie. Dankeschön. Und auch das, was Sie machen. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist die ehemalige Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zoll. Bis zum nächsten Mal.